Einzige Band Cover, aber ihr legt Wert drauf, dass ihr bei was ihr covert, nämlich Rage Against the Machine, auch eine gewisse eigene Note mit einfließen lasst. Wie darf man sich das also vorstellen? Naja, ich würde es so sagen, also wir spielen natürlich die Songs von Rage Against the Machine im Grunde genommen natürlich nach, aber versuchen dann schon auch immer manchmal einfach das so ein bisschen mit, ja, so ein bisschen eigene Sachen zu kürzen, wenn man so möchte. Und natürlich dadurch, dass wir alles eigene Charaktere sind, spielt es natürlich dann schon auch, glaube ich, ein bisschen in die Musik mit ein. Also dass es dann einfach natürlich nicht einfach 1:1 so gecovert ist, sondern schon auch wirklich ein bisschen, ja, eine eigene Note. Ja, also er hat ein bisschen einen anderen Rap-Stil als der Sänger von Rage und spielt ein bisschen anders Gitarre, Schlagzeug, Bass. Da kommt schon ein bisschen was anderes raus, aber ich denke schon, dass ich das auch noch schon nach dem Original anhöre. Ihr seid einige oder eine der wenigen lokalen Bands hier. Ich meine, außer Herford glaube ich keiner hier. Mit noch Senioren Mazzarotti aus Schweinfurt schon etwas weiter weg, die wirklich hier aus dem nahen Umfeld kommen. Ist es für euch als lokale Band einfacher, eine Beziehung zum Publikum aufzubauen? Vielleicht auch mit dem Hintergedanken oder im Hinterkopf zu haben, dass man ja Lieder spielt, die einen Großteil der anwesenden Menge kennt. Kommt es besser an, kommt es besser rüber oder wie sind da eure Eindrücke? Also ich würde sagen, natürlich dadurch, dass ja, man hier aus der Nähe kommt, ja, sieht man natürlich bekannte Gesichter im Publikum und Leute, die man kennt. Von dem her ist es vielleicht natürlich einfacher, irgendwie eine Connection da zum Publikum zu knüpfen, weil einfach natürlich bekannte Personen schon da sind. Und ja, das ist sicherlich die zweite Frage. Also ich denke, dadurch, dass die hier natürlich bekannt sind, ist es für uns natürlich schon ein bisschen einfacher in dem Sinn, weil wir natürlich ja, Lieder spielen, die das Publikum teilweise schon kennt. Und ja, also wir müssen das Publikum nicht erst überzeugen, beziehungsweise sie wissen schon so ungefähr, was auf sie zukommt. Und ich denke, dass das natürlich schon ein bisschen, ja, dass die Sache ein bisschen einfacher macht. Das ist auf jeden Fall. Wie ist euer Eindruck vom Soundbad? Also man, ja, spielt das erste Mal hier. Wie ist es auf der Bühne zu stehen, dann doch vor so einer großen Menschenmenge? Ich meine, es sind ja bestimmt mehrere tausend Zuhörer heute da. Wie ist so der Eindruck? Schon gut auf jeden Fall. Nein, wirklich? Ja, macht schon Spaß, wenn viele Leute da sind und so. Gleich ganz was anderes eigentlich als, jetzt sag ich mal, in einer kleinen Kneipe oder sowas. Passt schon. Man muss zu eurer Historie noch erwähnen, Teil der Band, also der Großteil der Band, hat vorher den Namen Sprachenbreak eigene Lieder geschrieben. Warum habt ihr dann euch entschlossen, sagen wir mal, ein neues Projekt zu starten und sagen wir mal, dem Cover sich zuzuwenden? Ja, also das war so, ich meine, der Film hier, der war ja bei der Drivehouse Crew, die haben Hip-Hop gemacht und wir kommen aus dem gleichen Ort und da haben wir zusammen einen Auftritt gespielt und wir haben uns natürlich ein bisschen gekannt und haben dann mal beschlossen, dass wir ein paar Lieder von Rage mal covern. Haben das auch gemacht, eigentlich mehr oder weniger ohne Probe erstmal. Aber das kam ziemlich gut an und dann ist halt eine Band draus geworden und das andere, also die alte Band, wir haben uns eigentlich nie wirklich aufgelöst, aber die ist halt dann praktisch dem anderen Projekt gewichen, sage ich mal. Ja, also ich glaube auch, es war irgendwie, ich
tatsächlich am Anfang erstmal irgendwie gar nicht so wirklich als, ja, wie soll ich sagen, als Band angelegt und irgendwie groß so gedacht, dass es jetzt irgendwie, ja, wir spielen dann nochmal auf, sondern das war wirklich erstmal irgendwie einfach nur so zum Spaß, so einfach mal ein bisschen im Proberaum jammen und ausprobieren, wie halt einfach die Lieder sind. Und dann war es natürlich irgendwie klar, dass wir irgendwann nochmal vielleicht ein Outfit spielen. Und ja, so hat sich das dann eigentlich wirklich entwickelt, also wirklich aus so einer, ja, aus so einer Idee heraus ist es dann so ein Selbstläufer geworden, wenn man so will. Und es macht einfach Spaß, die Lieder live auf der Bühne zu spielen, und es ist ja im Grunde genommen natürlich auch ein Live-Projekt, deswegen. Ja, man merkt euch auf jeden Fall den Spaß auf der Bühne an. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr hier wart, und wir schauen weiter auf die nächste Sender-Splash und schauen, was da noch los ist. Herzlichen Dank fürs Dasein. Danke. Danke.